Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notizhefte. Heute mit einer neuen Folge von Wer war eigentlich? Wer war eigentlich Sully Prudhomme? René Armand François Sully Prudhomme war, wie der Name es nahelegt, ein französischer Dichter. 1839 in Paris geboren und 1907 in Chantenay-Malabry gestorben. Man könnte sagen, er ist weithin vergessen, aber das wäre nicht ganz zutreffend. Denn es handelt sich bei ihm um den ersten Träger des Literatur-Nobelpreises und außerdem gehörte er der Dichtergruppe des Parnasse an, die sich in Frankreich für eine bestimmte Zeit für Erneuerung der Literatur stark gemacht hat. Sein deutscher Wikipedia-Eintrag ist sehr kurz und knapp gehalten. Das gilt auch für den englischen. Der französische ist etwas ausführlicher, naturgemäß. Prudhomme schlug zunächst eine bürgerliche, auch der Arbeit gewidmete Laufbahn ein, wandte sich dann aber doch relativ rasch der Dichtkunst zu. Und mit seiner ersten Gedichtesammlung, die 1865 erschien, da machte er gleich Furore. Und eines der in dieser Sammlung enthaltenen Gedichte, die unter dem Titel Stances et Poèmes erschienen war, heißt La Vase Brisée, also die zerbrochene oder gesprungene Vase. Vase où meurt cette verveine d'un coup d'éventail fut fêlé. Le coup du Leffleureur à peine, aucun bruit ne l'a révélé. Mais la légère meurtrissure, mordant le cristal chaque jour, d'une marche invisible et sûre, on a fait lentement le tour. Son eau fraîche a fui, goutte à goutte, le suc des fleurs s'est épuisé, personne encore ne s'en doute, n'y touchez pas, il est brisé. Souvent aussi la main qu'on aime, effleurant le cœur, le meurtrit, puis le cœur se fend de lui-même, la fleur de son amour périt. Toujours intact aux yeux du monde, il s'encroître et pleureux tout bas, sa blessure fine et profonde, il est brisé, n'y touchez pas. Auch in den nächsten Jahrzehnten legte Prudhomme noch Gedichte vor. Gleichzeitig wandte er sich aber auch philosophischen und ästhetischen Fragen zu, die er in einem essayistischen Werk behandelte. Den Nobelpreis erhielt er, wenn man so sagen will, weil die Akademie nicht genau wusste, wen sie auszeichnen sollte und sich auch nicht darüber im Klaren war, was die Vorgabe des Stifters eigentlich erforderte. Und es gibt ja diese wunderschöne Sammlung von Büchern über die Nobelpreisträger und ihre Werke. Und hier haben wir diese Ausgabe von Sully Prudhomme, Intimes Tagebuch und Gedanken, Nobelpreis 1901 Frankreich, ist eine auf den Kreis der Nobelpreisfreunde beschränkte Auflage und erscheint im Koron Verlag Zürich. Und ich habe mal antiquarisch drei oder vier von diesen Bänden erstanden, weil ich das ganz interessant fand. Es gibt hier eine kleine Geschichte zur Zuerkennung des Nobelpreises an Sully Prudhomme von Dr. Gunnar Ahlström, Mitglied des Instituts, und dann eine kurze Rede über Leben und Werk von Prudhomme. Und das Ganze läuft so ein bisschen darauf hinaus. Irgendwie dachte man, ein Franzose müsse das bekommen, war sich aber unklar, wessen Werk den Kriterien am besten entsprach. Und da fiel man dann auf Prudhomme, dessen Verbindung von Ästhetik, Philosophie und beschreibender Dichtkunst offenbar am ehesten dem geforderten Ideal entsprach und sich nicht im politischen Tagesgeschäft, nicht in der intellektuellen Stellungnahme, nicht im, wie soll ich sagen, im erdrückenden Romanwerk äußerte, sondern in einer gewissen Luftigkeit und Kürze. Und dieses Tagebuch, was hier
beigegeben ist. Das umfasst nur wenige Jahre aus den 1860er Jahren und das sind die typischen Selbstreflexionen. Hatte einen guten Tag, hatte einen schlechten Tag, wie ist das Verhältnis von Männern und Frauen, was ist eigentlich Unschuld und Würde und so plätschert so ein bisschen dahin. Insofern fragt man sich dann, ob das wirklich ein Nobelpreisträger sein soll, sein kann, aber ich glaube, das fragen sich viele seit Verleihung des ersten Literaturnobelpreises immer wieder, abhängig davon, wer den Preis nun bekommen hat und von wem man eigentlich gedacht hatte, erwartet hatte, er oder sie müsse ihn bekommen und stattdessen bekommt ihn XY. Prudhomme hat das Preisgeld, das mit dem Nobelpreis verbunden ist, verwendet, um selbst einen Literaturpreis, nun einen für Gedichte zu stiften und gleichzeitig auch die Gesellschaft der französischen Dichter gegründet, um hier weitere Unterstützung zu leisten. Prudhomme, der am Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 teilgenommen hatte, war in der Folge dann auch gesundheitlich angegriffen, kränkelte Zeit seines weiteren Lebens, zog sich deswegen dann auch aus Paris in die Provinz zurück, wo er unverheiratet und kinderlos verstarb und das Vermögen dann an einen weiteren Verwandten fiel. Sein Grab befindet sich, wie könnte es in Frankreich anders sein, auf dem Friedhof Père Lachaise in Paris. Prudhomme war außerdem Mitglied der Ehrenlegion und ist dort im Lauf der Zeit in mehrere Ränge aufgestiegen. Der letzte Rang, den er im Jahr 1900 erreicht hatte, war der des Grand Officier. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.